Simsalabim, da bin ich wieder. Ja, was passiert? Warum 2 Wochen kein Video? Eigentlich war es geplant, dass wir... Oh, komm noch nicht zurecht mit den neuen Halter hier. Eigentlich war es geplant, dass wir in Urlaub fahren und da dann ein Video machen von Urlaub. Wir sind auch hingefahren. Kann ich ja mal schnell so ein... Ja, wie heißt das? So ein Shot... Ich blende davon einfach mal was ein. So, wir haben jetzt 16 Uhr, also rein theoretisch müsste ich reinkommen. Ja, das funktioniert schon mal. So, mal gucken, was haben wir? Wir haben einen Schuppen. Aha, Besen, okay, okay. Oh, den kenne ich. Dann haben wir ein Badezimmer. Ja, klein, ohne Spiegel, okay. Wird wohl wahrscheinlich noch eins kommen. Mhm, Wohnküche. Okay, okay, okay. Terrasse. Oh, hier so ein schöner See hier hinter. Das wäre doch toll gewesen. Aber kann ich alles haben. So, haben wir noch Schönes. Sieht ein bisschen aus wie Elternschlafzimmer. Aber ich will mich da auch noch nicht festlegen. Oh, die ist schön groß, die Dusche. Hier gibt es auch einen Spiegel. Hallo. Oh, das sieht nach Kinderzimmer aus. Das ist ein bisschen kleiner. Aber alles, im ersten Blick erstmal alles schön sauber. Oh, noch ein Fernseher. Bloß ein kleiner. Nee, ich glaube, im ersten Zimmer war gar kein Fernseher. Oh, auch zu Hause? Ja, ich habe schon eine kleine Roomtour gemacht. Ich dachte erst, das hier wäre Elternzimmer. Aber der Fernseher, der ist da hinten. Oh, hier geradezu? Ja, genau. Also, Mausi, du kannst das Zimmer nehmen oder dieses hier vorne? Kannst du jetzt aussuchen, für die Kamera jetzt nicht. Ja, der zockt noch. Das ist deine Chance jetzt. Guck dir die Zimmer an. Dieses Zimmer? Willst du nicht lieber das nehmen? Guck dir mal beide an. Geh mal gucken. Komm, wir gucken mal da. Hier? Das Zimmer hier. Das ist ganz dicht bei Mama und Papa denn. Das ist nebenan denn. Das ist auch ein schönes Zimmer. Mama und Papa sind nämlich hier denn. Ah. Nee, willst du lieber hier hinten rein? Ja, ja, na gut, da ist ein kleiner Dreckfleck, aber sonst... Ist der Kühlschrank sauber. Backofen sauber. Geschirr sieht auch erstmal sauber aus. Da hatten wir schon Schlimmeres. So reserviert. Mia's Bett ist reserviert. Toaster, aber das geht ja auch alles schwer ab. Mal jetzt nicht pinschiederig sein, ne? So im Grund und Ganzen, so. Von der Sauberkeit her, geht's, ne? Ja, gut, da ist ein bisschen Kova. Da sieht man das. Muss ich jetzt noch holen. Warte, da oben, aber ganz ehrlich, da kommt auch keine Sau an. Geht das aus hier? Ja, wir waren hier in Center Parks, Bispinger Heide. Hat die lange gedauert und wir waren alle krank. War gar nicht mal so geil. Mit mir und Jenny ging das einigermaßen, aber dafür habe ich denn zu Hause jetzt erstmal schön Erkältung. Habe so schon immer rumgeschnoddert in meinen Videos, jetzt ist noch schlimmer. Ganze Zeit verstoppte Nase, kann sich schlafen, husten und ach, ihr kennt das ja alle. Alles gar nicht mal so geil. Ja, auf jeden Fall, wir waren da, haben nicht allzu viel erlebt. Ja, letzte Woche ist hier tatsächlich ein bisschen was passiert. Und zwar einmal, das habe ich glaube ich schon gezeigt. Wartet mal. Hier. Ja, ist jetzt schon wieder zugemüllt. Die Plattform ist fertig. Hier sollen ja die Reifenmaschinen hin. Und Wände rum und Pi und Pa und Po. Ja. Das Fundament ist inzwischen auch fertig. Hier soll ja die Bühne hin. Natürlich ist hier der Hahn rauf. Weggejagt, Feder, Feder,
diese Fliegetiere immer. Ja, das in den Schuppen passiert. Ja, wie man sieht, die Haare sind jetzt auch wieder gewachsen wie Sau. Ich muss unbedingt mal zum Friseur. Ich habe in den Videos aber auch eine Ruhe stehen. Eigentlich habe ich volles Haar. Hier sieht das schon ein bisschen aus wie Glatze. Ja, gestern waren wir los, haben wieder einen Transporter geholt. Und was hat der Transporter? Natürlich Folie. Ich finde der Folie so toll, die abzumachen. Mal gucken, vielleicht geht er diesmal oder geht sie diesmal besser ab. Ich mache einfach mal ein Video wieder mal davon. Ich hoffe, ich sau den oder ich mache den Lack nicht kaputt, weil der Transporter sieht jetzt doch schon ein bisschen schicker aus. Ich hole ihn mal. So, ich bin mal schnell rumgedüst. Da ist er. Mein Renault Master. Baujahr 2017. 122 gelaufen. Ich meine, hier an der Spiegel, da hat er ein bisschen Blessuren. Aber ich denke mal, den haben sie auf der Baustelle genutzt. Hier Zimmerei, Dachdeckerei. Oh, Heizung, Sanitär, da passt ja gar nicht zusammen. Also da wird er auch mal ein bisschen was abkriegen. Aber ich finde ganz cool, Anhängerkupplung. Ich habe auch noch einen Trailer, da passt er ganz gut. Der ist nicht so groß, aber trotzdem größer als der Vito. Oh, natürlich abgeschlossen. Ja, nun will ich mal versuchen, wieder mal die Aufkleber abzufummeln. Ich hatte schon grob probiert. Eigentlich sah es erstmal ganz leicht aus, aber ich versuche mal mein Glück. Ja, guck mal Leute, wenn ich besorgt habe, schön Standfuß. Oh, ist das schön warm an den Finger. Die ganze Woche war so schön warm, heute ist wieder kalt. So eine Scheiße. Also an den Finger hält das sehr gut. Was? Wo holt der schon auf? Oh, ich kann wohl nicht abwarten. Naja, egal. Hauptsache die Haare liegen. Ja, gut, die Aufkleber sind erstmal ab. Finde ich, ist da bestimmt auch wieder wie, bei euch wie Sau. Ich muss ganz ehrlich sagen, so gut ging bei mir noch nie die Aufkleber ab. So, jetzt habe ich hier wieder meinen guten Kleberrestentferner. Kleber, Aufkleber, entferne. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Diesmal will ich da nicht unbedingt mit einem Cuttermesser beigehen. Ich habe mir jetzt hier ein Tüchchen geholt. Jetzt rotze ich das Zeug da mal rauf. Komm mal mit. Seid ihr da? Ja. Warte, ich könnte doch noch vielleicht so ein Stück hier runter. Oder so. Ich weiß gar nicht, sieht man das überhaupt? Klebedinger da, die sind so wenig. Ich rotze das mal voll, das Zeug. Ich habe auch noch nie die Gebrauchsanweisung durchgelesen. Ich weiß nicht, ob man das einwirken lassen muss. Oder mit Feuerzeug ran muss. Keine Ahnung. Aber letztes Mal hat es auch gut funktioniert. Ach nö, geht das gut ab. Einwandfrei. Steht doch irgendwas unter. Gas. Da wurden schon mal andere Aufkleber drauf. Auftragen, polieren. Gut, der ist ein bisschen hartnäckiger. Aber trotzdem, was hat er jetzt gebraucht? 5 Minuten? Die Finger sind schon wieder kalt. So lange kann nicht gedauert haben. Ich hoffe, das
Kretzker jetzt was bei seinem Frühstück zum Gucken hat. Und Scooby abends auf der Couch. Ich habe sich ja schon beschwert, dass keine Videos mehr kamen die letzten Tage. Mache ich das halt ein bisschen ausführlicher heute. Einwandfrei. Muss ich gar nicht mehr polieren, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich fahre nachher mal in eine Waschanlage. Guck, wie das denn aussieht. Oh, schon wieder so ein Sturm. Ja, dann brauche ich den ganzen Scheiß gar nicht polieren. Eigentlich habe ich mir extra so eine Maschine geholt. Von dem Murano letztes Mal noch. Aber so wie das aussieht, ich lasse das mal trocknen. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, wenn das vorne trocknet, mache ich schon mal hier hinten weiter. Ach, hinten, an der Seite weiter. So, mein Föhn habe ich. Ab geht er. So, damit ihr auch was seht. So, gut, das haben wir. Das ging ja halbwegs gut, aber ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung. Was nicht so cool ist, ich hoffe, das sieht man hier. Ich weiß nicht, warum das so aussieht, wie es aussieht. Als wenn das da, wie heißt das? Als wenn da noch irgendwie Pappereste oder so sind. Keine Ahnung. So, hier vorne. Werde ich das doch ein bisschen polieren müssen. Ist überall noch ein bisschen Kurve was. Also im Grunde und Ganzen sieht das schon mal besser aus als vorher. So, die anderen Seiten, die mache ich jetzt schnell alleine ohne Kamera. Da ist nämlich auch Akku leer. So, fertig. Alle Aufkleber ist ab. Vorne, hinten. Einmal frei. Gleich ein ganz anderer Wagen. Ich räume noch ein bisschen auf und dann fahre ich mal eine Waschanlage. Aber erst morgen. Oh, mich sieht man gar nicht. Warum ist es so dunkel? Naja, egal. Auf jeden Fall fahre ich jetzt doch nicht waschen, den Transporter. Aber ich habe trotzdem eine Probefahrt gemacht. Also das hat jetzt permanent geregnet, da ich gedacht, waschen, das macht gar keinen Sinn. Ja, habe jetzt aber eine Probefahrt gemacht. Und das Auto für recht gut befunden. Ich kann euch auch gleich zeigen, warum. Ich habe jetzt erstmal eine Palette Beton-Estrich geholt, 1200 Kilo. Und ja, zeige ich euch gleich, was ich meine. Das Auto stört das überhaupt nicht. Also von Fahrverhalten alles super. Warum ist das so dunkel, verdammt? Ja, das Auto stört das überhaupt nicht, fährt sich super mit Gewicht und auch so, klappert nichts, ballert nichts, funktioniert alles, bis auf der Fahrersitz, der ist minimal locker, aber das kriegen wir auch noch hin. So, ab geht er. Ja, hier, jetzt sieht man das doch, jetzt steht er ein bisschen doof, steht ein bisschen im Loch, aber vorhin von Fahren, also in den Radkästen und so, da siehst du gleich, dass der so beladen ist. Ja, bin ich Idiot. Ein Loch eingefahren. Ist auch schon wieder zugeschlossen. Das ist ja schrecklich. Das stört mich ein bisschen. Diese scheiß Zentralverriegelung. Gut. Ja, dann werden wir weitermachen. Fahren wir gleich mal eine Runde mit Polo. Ja, kleine Planänderung für Polo. Ist mir da doch ein bisschen zu windig draußen. Ja, dauert das halt einen Tag länger, bis das Video rauskommt. Ja, hier Thema Hebebühne. Ja, schön doof. Fundament ist alles fertig, aber zu schmal, hat keiner gemessen.
Und nun haben wir hier extremes. Warum sieht man das nicht? Ist heute so dunkel mit dieser ollen Kamera. Alles voller Wasser. Nee, sieht man nicht. Warum ist das so dunkel? Ist sie kaputt? Ja, hier war Bruno schon wirtschaften. Bruno, hier ist er! Bruno, komm schnell hier! Da ist er drin! Hol ihn! Hier ist er! Hier! Beiß ihn ab! Ja, er hat das Loch gebuddelt, ne? Keine andere. Hast du ihn? Und dann nimm ihn auch. Hol ihn raus. Und du schnapp ihn dir. Bisschen größer noch, dann. Gut? Ja? Bruno? Psst. Hast du noch was zu sagen? Bruno? Nee. Ja, so ist der Stand der Dinge. Wir können die Hebebühne immer noch nicht benutzen. Ja, da bin ich wieder. Ich glaube, 3 Stunden habe ich jetzt gebraucht. Die Löcher sind zu. Da haben wir noch ein bisschen Metall reingemacht gehabt. Sieht jetzt nicht so geil aus, aber ja, wird schon sein. Sinn und Zweck erfüllen. Tatsächlich hat die Palette gerade so gereicht. Viel auch immer so flöten geht. Ja, jetzt lassen wir das mal unter Beobachtung trocknen. Jetzt ziehe ich dazwischendurch noch ein bisschen glatt. Und dann hoffen wir mal, dass wir nächste Woche endlich mal die Bühne aufbauen können.